Hallo und herzlich willkommen. Sitz. Pfote. Pfote. Ja, fein. Ey. YouTube-Merch ist unterwegs, ne? Baris und Loki. Wir werden richtige YouTuber hier noch. Loki, sag hallo. Ruf. Na, sag doch mal hallo. Der ist heute schüchtern. Der traut sich nicht. Also, heute geht's zum Tierheim. Ja, ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen, aber heute geht's zum Tierheim. Nicht, weil der Hund wegkommt, sonst hätte ich mir nicht hier Sachen ausgedacht, sondern ich werde meinen Hund barfen, das heißt, wird richtig teuer. Kühlschrank haben wir schon freigemacht, alles. Ja, leider kann ich jetzt nicht zum Auto, weil wenn das jetzt alles piepst und ja, wie gesagt, ich habe halt noch Trockenfutter über und einige Sachen noch, die ich über habe und ja, das ist zu schade, um die Sachen halt wegzuschmeißen und ich will auf jeden Fall die Sachen nicht wegschmeißen, weil ich habe noch 1,5 Sack Trockenfutter, deswegen fahre ich heute mit Frau und Kindern zum Tierheim und ich habe noch 12 Dosen Hühnchen, weil die verfüttern es, weil im Tierheim, die sind auf sowas angewiesen und ja, das ist das, was wir da halt hingeben. Oh, jetzt bin ich zu Hause mit der Mütze zu schwitzen. Wo ist denn mein Becherli? Ach, da steht er noch. Mach mir nur kurz ein Getränk und dann können wir ein bisschen raus und nehme euch nebenbei halt mit. Muss man offen stehen lassen. Ja, und wie gesagt, bevor ich das alles wegschmeiße, gebe ich es lieber dem Tier rein. Weil für meinen Hund kann ich es leider nicht nutzen. Weil, ja, viele sagen, Barfen bringt nichts und das ist alles scheiße. Ich will es versuchen, ich will ihm die Chance geben, ne, damit er halt im Prinzip die Chance hat, da was zu erreichen. Ne, vielleicht wird er dadurch ruhiger, weiß ich nicht. Mir ist es auf jeden Fall wert, dass man das probiert. Und ob ich jetzt für Nassfutter, für gutes Nassfutter 200 Euro ausgebe oder ich gebe im Prinzip 200 Euro aus für Barfen. Ne? Da kommt natürlich noch eine einmalige Investition dazu. Ne? So, da haben wir Kühlschrank freigemacht. So eine große Schublade nur für ihn, aber ich bin gerade hier ein bisschen Eiswein für mein Shake. Shake, 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 shake your booty. Und ich habe gemerkt, seitdem ich nur noch Nassfutter benutze, geht es dem Hund besser. Er ist deutlich angenehmer. Ich würde sogar behaupten, ruhiger tatsächlich. Und das ist es mir wert, das auszuprobieren. Zu sagen, ich barfe. Ich habe immer gesagt, ey, ich habe das Geld nicht dafür. Ich bin doch kein Millionär. Ich kann mir sowas nicht leisten. Tralala. Aber wenn man das jetzt so nachrechnet,
Und wir haben es mit meiner Frau halt ein bisschen jetzt nachgerechnet und geplant, gemacht, getan. Und haben halt gemerkt, er braucht 1,5 bis 2 Dosen pro Tag. Und im Endeffekt, summa summarum, würde es auf eine Summe kommen, die entspricht halt ungefähr 200 Euro. Dann haben wir halt mit dem BAF-Kollegen, also nicht Kollegen, sondern wir haben hier in der Nähe, ja, gerade auf dem Weg zum Arbeit meiner Frau. Ja, du darfst raus, danke. Und sie könnte wöchentlich halt immer so ein Paket oder alle 2 Wochen, ja, von der Rücktour von der Arbeit, könnte sie dann immer was mitnehmen. Und das wäre halt ideal aus. Und im Prinzip wäre das dann so, dass man die 200 Euro investiert fürs BAFen. Kriegt da vernünftiges Fleisch, bevor ich das Geld in einfaches Nassfutter investiere. Piss mir da nicht auf die Steine, Vogel. Ab mit dir. Ey, sag mal. Nur Blödsinn im Kopf, der Hund. So. Und summa summarum, ausgerechnet, ob ich jetzt 200 Euro für Nassfutter investiere, nicht die höchste Qualität natürlich, und ob ich 200 Euro fürs BAFen. Am Anfang ist es immer mehr, weil am Anfang brauchst du die ganzen Öle, Knochenmehl und sowas. Es ist ein Riesenplan. Es ist halt auch mehr Arbeit. Ne? Es ist halt nicht so, Dose auf, Inhalt raus. Ich muss kurz mal nachgucken. Er macht doch die Bude leer. Loki, yeah. Gehst du da weg? Hierher. Hierher, Platz. So, Entschuldigung. Hierher. Hierher. Ey, hierher. Sitz. Nein. Sitz. Was schon wieder Frühling, Pümmel steht, geht ab hier. Hierher. Ja, und das ist es. Ne? Ich füttere zurzeit die restlichen Dosen Hühnchen. Ich will es halt nicht wegschmeißen. Und ich verschenke ja jetzt viele ans Tierheim, weil ich sehe, der hört gar nicht mehr. Ich wiederhole 1000 Mal, ja, ich mache das falsch. Und zurzeit ist wieder Horror. Frühling, Dingelinge steht, ne? Die Weiber sind wieder heiß im Dorf, ne? Die haben wieder ihre Tage, Blut riecht es, ja, Hormone, er geht gerade nur noch ab durch die Decke. Deswegen versuchen wir jetzt, bald jetzt einen Termin zu kriegen, damit wir anfangen mit dem BAFen, ne? Dann ist halt wirklich, ja, Ernährungsplan. Es wird alles teuer. Ich werde wahrscheinlich die ersten Monate immer nicht 200 Euro zahlen, sondern wahrscheinlich 300 Euro. Und dann wird das immer reduziert. Ja. Ich werde auch gucken, dass ich Gemüse anbaue. Ich habe mir jetzt ein zweites Hochbeet geholt und werde dies dann gegebenenfalls, was ich nicht esse, einfrieren und das mit zu dem BAF-Programm mit reinpacken im Prinzip. Mein Akku geht gleich leer. Sollte ich weg sein, tut es mir leid, dann ist das Akku leerchen.
geht. Ich hätte tauschen sollen, aber es ist immer so, ja, reicht noch. Und dann plötzlich ist voll. Auf jeden Fall will ich jetzt barfen und hoffe, dass das funktioniert. Loki, hierher! Da ist hinten, haben wir Essen weggeschmissen, ne? Jetzt tummelt er nur noch in der Ecke. Beim Biomüll. Ne? Der hat aber auch einen an der Mimsel zurzeit. Oh. Zurzeit ist wieder. Wisst ihr, kennt ihr das? Ne? Könnte man. Ah, aber dann guckt er mit seinen rehbraunen Augen an. Sagt, Papa, ich bin doch ganz lieb und du hast gar nichts gemacht, Papa. Guck mal, ich kann riechen. Vogel. Erdbeeren frisst er wieder. Geht dann mein Hochbeet, ne? Hierher. Kadaver. Alles klar, das sollte nur so ein kurzes Mal Video sein, dass ich heute zum Tierheim fahre, ein bisschen was Essen wegbringe. Ne? So viel dazu, ja. Ja, Gemeinnützigkeit, ne? Auch mal Sachen spenden, ja, nicht nur immer Hand aufhalten und hier groß bei YouTube labern, was man für geiler Hengst ist, sondern mal machen, mal hinfahren, mal was spenden, mal vielleicht auch einen Hund. Das ist die nächste Überlegung. Ich bin, ich suche mir da gerade einen Hund, der vielleicht mit meinem kompatibel ist, wo ich dann vielleicht einen mitnehme. Danke fürs Zuschauen und Ringgauen und Peace out.